Maze of Millennia kommt bei uns am 18.01.2024 in die Läden. Und jetzt wissen wir alle Karten aus dem Set und die gucken wir uns jetzt einmal ein bisschen genauer an. Und zwar die Highlights von dem Set. Für alle, die sich einmal dafür interessieren, was komplett in dem Set drin ist, da seht ihr sie. Es sind, wie gesagt, nicht viele. Es sind genau 85 Stück. In dem Set gibt es neue Karten für verschiedene Deckthemen. Arcana Force, Battling Boxer, Code Talker, Darkwood, Earthbound, Flame Swordsman, Number Monster auf Photon und Rex Raptor. Was auch immer Rex Raptor ist, ich schätze mal, sind Dinos. Und wir haben hier Reprints für Altergeist, Earthbound Immortal, Full Armor, Junk, Magic Spectre, Marik Ishtar, was auch immer das sein soll, Eyes, Phantom Beast, Rescue Ace, Stardust, Supreme King und Synchron. Jetzt gehen wir einmal so ein bisschen auf einzelne Karten ein. Die erste ist einmal der Fighting Flame Swordsman. Was ich bei der cool finde, ist, die sieht aus wie Joey als Flame Swordsman, was irgendwie cool ist. Die Karte selber ist auch ziemlich gut, wie ihr seht. Ihr könnt immer beschwören, dann könnt ihr eine Zauber- und Fallenkarte adden, die Flame Swordsman im Kartendeck erwähnt, was cool ist. Und wenn die Karte auf Mitte geklickt wird, dann können wir einen Flame Swordsman vom Deck oder ein Monster, das die erwähnt, vom Deck oder vom Extra-Deck auf den Friedhof legen. Das klingt erstmal nicht so spannend. Wenn wir uns aber die andere Karte einmal angucken, nämlich Salamandra, The Flying Flame Dragon. Salamandra war vorher eine Equip-Spell-Karte, die hier nicht gut war, aber die sehr nostalgisch war, weil die jetzt nicht von Joey im Anime gespielt wurde. Die Karte ist quasi das als Monster. Die erinnert mich von der Optik her so ein bisschen an so ein Tenji-Monster. Vielleicht bin es auch nur ich, aber die sieht auf jeden Fall so aus. Wenn die Karte an einem Flammenschwertmonster equipped ist, dann kriegt die 700 TK. Das ist der Effekt von Salamandra. Das ist aber eigentlich vollkommen Bums. Die Karte, der Effekt, der wichtig ist, wenn die in der Hand im Friedhof ist, dann könnt ihr die an einen Kriegermonster ausrüsten von der Hand auf dem Friedhof. Das war's. Ne? Wenn die Karte auf den Friedhof gelegt wird, können wir uns eine Salamandra Spelltrap von unserem Deck adden. Das ist ein Effekt, der gut ist, weil es nicht vom Feld auf den Friedhof gehen muss, sondern einfach nur auf den Friedhof gelegt werden muss. Das heißt, wir können mit der ersten Karte die auch triggern. Das ist also auch ganz wichtig. Wir haben hier einmal Flame Swordsman. Your opponent cannot activate cards or effects when you normal summon a Fire Warrior Monster. Um die Normal Summon zu schützen. Ja, wow. Ich verstehe langsam, warum die Isolde vielleicht nicht mehr haben wollten, weil die Karten vielleicht ein bisschen mehr Schneidengels machen können mit Kriegermonster, mit anderen Sachen. Wird nicht der Grund gewesen sein, warum die Karte gebannt haben, aber es könnte ein weiterer Indikator sein, warum das so ist. Die Karte an sich ist aber trotzdem cool, denn du kannst einen Monster von der Hand oder vom Feld auf den Friedhof legen und dann kannst du einen Flammenschwertkämpfer von deinem Extra-Deck spezial beschwören. Das gilt als Fusionsbeschwörung. Das heißt, wir können damit die beiden Monster, die wir gerade hatten, triggern und kriegen dabei noch ein extra Monster. Das heißt, wenn wir den komischen Drachen auf den Friedhof schicken, kriegen wir eine Salamandra-Spelltrap, kriegen einen Flammenschwertkämpfer, können den nochmal equippen mit dem Monster, warum wir das tun sollten, aber wir hätten halt die Möglichkeit dazu und wir haben halt ein bisschen Plus gemacht. Also die Karte selber ist halt nicht so schlecht. Und wenn wir Angriff deklarieren, dann können wir noch ein bisschen Attack verteilen. Ist eine ganz coole Karte, ist jetzt nicht unbedingt der Rede wert, aber wollte ich mal kurz drüber gesprochen haben. Dann haben wir noch einmal hier die Salamandra Fusion und die Karte ist vom Design irgendwie cool. Nicht, dass sie jetzt gut ist oder so, aber die ist cool. Kannst du nur an Feuer Kriegermonster ausrüsten? Okay, kriege ich hier 700 TK. Also Salamandra ist auf jeden Fall damit komplett irrelevant, logischerweise, weil sie gibt halt nur 700 TK. Wenn das ausgerüstete Monster durch einen Kampf oder einen Kampfeffekt zerstört werden würde, kannst du stattdessen die Karte zerstören, was jetzt okay ist, ist nice so. Wenn diese Karte an einem Fusion-Monster ausgerüstet und das ist cool, kannst du diese Karte und das ausgerüstete Monster auf den Friedhof legen und dann kannst du einen Flame Swordsman oder ein Fusionsmonster, was den Flame Swordsman erwähnt, das Fusionsbeschwörung beschwören. Und das ist geil. Logischerweise Once per Turn Effekt. Aber das heißt, es gibt ein paar Fusionmonster, auf die ich heute nicht eingehen werde, die in den Themendeck drin sind, die jetzt nicht super gut sind, aber auch gar nicht kacke sind. Und dadurch, dass wir die halt richtig Fusionsbeschwören, haben wir nachher am Friedhof und können die theoretisch halt auch zurückholen. Das ist also auch ganz wichtig. Dann haben wir eine Ultra-Bee aus dem Set und das ist mal Fighting Flame Sword. Und die Karte ist cool. Einen Effekt aktiviert. Du kannst anhand einer Karte hinzufügen, die Flame Swordsman im Kartentext erwähnt, außer diese Karte. Das ist cool. Wenn ein Angriff deklariert wird, an dem ein Feuermonster beteiligt ist, kannst du eine Karte auf dem Feld wählen und die zerstören. Das ist auch gut. Wenn ein Gegner einen Effekt aktiviert, einen deiner Flammenschwertkämpfer als C wählt, kannst du diese Karte aktivieren und den Effekt annullieren. Das ist logischerweise Once per Turn für einen dieser Effekte. Das ist also wie Tactics geschrieben. Ich finde die Karte cool. Deck wird nicht relevant werden, aber das ist trotzdem ein cooles Kartendesign, weil du halt mehrere Möglichkeiten hast für First, für Second, schützt deine Karten und das ist eine Quicksbild. Haben wir noch ein bisschen anderen Stuff. Nämlich geht so ein bisschen in Richtung Support für Illusion-Monster, die wir jetzt noch relativ frisch im Game haben. Und das ist einmal Eye of Illusion. Falls du ein Hexer oder Illusion-Monster kontrollierst, kannst du einen dieser Effekte aktivieren. Also ähnlich wie die andere Karte von gerade. Die Karte sagt, Your Illusion and Spellcaster-Monster cannot be destroyed by battle this turn. Okay, der ist jetzt nicht so geil, der Effekt. Während des gegnerischen Spielzugs, wähle ein offenes Monster, was dein Gegner kontrolliert, übernimm die Kontrolle bis zur Endphase. Das ist ein Effekt, der ist cool. Wenn der Gegner einen Angriff kreiert, kannst du das Monster wählen und kannst die Attack quasi umleiten auf ein anderes Monster und du gehst direkt in den Damage Calculation. Das ist an sich auch ziemlich cool. Der Grund, warum die Karte nicht so kacke ist, die ist nicht Once per Turn. Das ist jetzt vielleicht keine richtig gute Karte, aber die ist natürlich, je mehr Support wir bekommen für Illusion Monster und für Spellcaster Monster, ziemlich gut. Was natürlich mit der auch ganz cool möglich ist, ist, wenn ihr eine Maskerena habt, Maskerena und Spellcaster Monster, könnt ihr in der Gegnerrunde aktivieren und dann könnt ihr euch Monster klauen, dann könnt ihr SP machen. Das ist doch auch mal ganz nice. Das heißt, ihr kriegt ein extra Material vom Gegner und der verliert Monster. Das ist doch mal ein Ansatz, um die SP noch einfacher aus Feld zu schauen. Dann haben wir noch einmal hier Kaitopera. Das ist wahrscheinlich der Rex Raptor.
Support, schätze ich mal. Wenn dein Gegner, der erste Effekt ist so random, ne? Wenn dein Gegner zwei oder mehr offene, nicht Windmonster kontrolliert, kann diese Karte nicht als Angriffsziel gewählt werden. Der andere Effekt ist irgendwie cool. Die Karte kann auch eine Poly adden. Einmal im Spielzug in der Mainphase, das ist ganz cool. Wenn die Karte verbannt wird, kannst du die Spezial beschwören und dann kannst du eine Polymerisation deiner Hand hinzufügen von deinem Friedhof. Das ist also eine ziemlich interessante Karte. Die ist ein bisschen wie Giant Rex, nur halt irgendwie besser, weil sie halt nochmal suchen kann. Dann haben wir noch einmal den Horned Saurus, ein Fusion-Monster, was du in Dinos auf jeden Fall spielen kannst, denn die braucht halt Topera, so was wir gerade gesehen haben, die ja die Poly adden kann. Und ein Dino oder ein Drachenmonster, was sehr einfach zu accomplishen ist. Die Karte kann direkt eingreifen in dem Spielzug, in dem sie spezial beschworen wurde. Das ist schon mal cool. Nicht unbedingt ein super guter Effekt, aber ist cool, wenn diese Karte fusionsbeschworen wird. Das ist wirklich wichtig. Kannst du eine Spielfeld-Zauberkarte von deinem Deck oder vom Friedhof in deine Fieldspellzone legen? Irgendeine. Damit ist natürlich wahrscheinlich Lost World das Ziel, aber die Karte ist möglich mit allen Varianten zu spielen. Was wichtig ist, die Karte aktiviert die Karte. Effekte, die auf Aktivierung triggern würden, würde diese Karte nicht aktivieren. Das ist halt ganz wichtig. Eine Karte wie jetzt Meltdown zum Beispiel, die würde dadurch halt nicht triggern. Trotzdem gut zu wissen, dass wir sowas hier haben. Dann einmal während der Mainphase kannst du den Effekt aktivieren und kannst du direkt einen Normal Summon für einen Dino oder einen Drachenmonster machen. Das ist auch ein guter Effekt. Also die Karte inhärent, gute Karte. Ob der Dino Meter machen wird, gut ist sie trotzdem. Dann haben wir hier einmal Flawless Chaos King of Dark World. Ob der hieß Colorless, war so die erste Translation, die ich gehört habe. Flawless klingt so ein bisschen, als hätten die im Schwimmbad den Pool nicht aufgefüllt. Aber hey, was weiß ich. Die Karte ist auf jeden Fall ganz gut. Wenn die Karte fusionsbeschworen wird, kannst du alle Karten, die dein Gegner kontrolliert, zerstören. Ein guter Effekt. Kann man nichts zu sagen. Witzigerweise gibt es in dem Set sehr, sehr viele Karten, die Karten von ihr zerstören können. Also sehr, sehr viele. Was natürlich im nachfolgenden Meta mit sehr viel Fire King-Karten jetzt nicht unbedingt die geilste Idee ist. Aber ist auf jeden Fall eine Karte, die spielbar sein wird, allein durch diesen Effekt, wenn wir es in der gegnerischen Runde aus Feld beschwören können. Und dadurch, dass wir die Fusion haben von den Dark World-Monstern, ist die natürlich im Gegnerzug relativ einfach zu bauen. Einfach pro Spielzug als Schnelleffekt kann ihr auch noch ein Monster von euch wählen. Dann könnt ihr eine Karte abwerfen und das Monster kann nicht für Karteneffekte gewählt werden. Für den Rest der Runde. Insgesamt solide Karte. Würde ich vielleicht als einen der besseren Bossmonster einstufen. Dort ist Deck von Dark World halt ein zweites Fusion-Monster, in die halt gehen können, auch in der gegnerischen Runde, was halt devastating sein kann. Über die Karte haben wir schon sehr viel geredet. Das ist Bonfire. Die kann ein Level 4 oder niedriger Pyro-Monster von eurem Deck adden. Einmal vom Spielzug. Gehen wir weiter. Das ist, by the way, eine Ultra-Rare, falls ihr interessiert. Wir haben genau damit gerecht. Schockt bin ich jetzt nicht. Dann haben wir einmal die Karte hier. Das ist einmal Ashoka Pillar. Die Karte ist eigentlich gar nicht so gut. Wollt ihr aber ganz normal erwähnen, dass es eine Karte ist? Beschwörung und eine Ausrüstungszauberkarte. Ob das jetzt gut ist? Keine Ahnung. Das Ding ist ein Rock. Level 3. Vielleicht gibt es irgendwas Cooles. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall von dem Archetype eine der besseren Karten. Eine Karte, die noch ganz cool ist, ist die Triangle O. Die zerstört alles, was ihr ihn hat. Wenn ihr drei bestimmte Sachen halt habt, ist ein bisschen wie Ojama Hurricane. Wird nie passieren, aber die Karte gibt es halt. Dann haben wir einmal eine Karte, die heißt Earthbound Release. Die sieht ein bisschen aus wie der Pinpoint Guard, wenn ich mich da so richtig daran erinnere. Und die Karte ist ähnlich wie das Fusion Monster von The Dark World. Wenn ein Level 6 oder höher Monster normaler Spezial beschworen wird, du kannst ein Level 10 Earthbound Monster tributieren. Zerstöre so viele Monster, die dein Gegner kontrolliert, wie möglich. Und dann dein Gegner Schaden in Höhe der originalen Angriffspunkte. Das kann je nach Matchup den Gegner sogar umbringen. Die Karte ist irgendwie sehr situationsbedingt, weil du halt Earthbound spielen musst. Aber ich finde die halt so funny, dass sie halt ein komplettes Game beenden kann, als ich sie aber kurz erwähnen wollte. Dann haben wir einmal hier den Infection Busking. Über die Karte habe ich schon mal gesprochen, als ich über die besten Rang 8 Exemplar gesprochen habe. Denn die Karte kann man die beschworen wird. Das geht in der Schlechtste angucken. Eine von den Karten auf den Friedhof legen. Das klingt doch nach Spaß. Für alle Beteiligten. Nicht übrigens. Also. Ne, ist ein Joke, ne? Bitte hört mal zu. Spiel die Karte nicht, lass mich in Ruhe. Ich spiele gerne, aber lass mich damit bitte in Ruhe. Guck nicht mein Extra-Deck an. Dann kannst du einmal pro Spielzug ein Material von dieser Karte abhängen und eine Karte, die den Gegner kontrolliert, zerstören. Wenn es ein Monster war, kannst du den Gegner Schaden zufügen in Höhe der Hälfte der Angriffspunkte. Was, ja, ist krass, ne? Und einmal während eures Standby-Phases kann die Karte eine gegnerische Karte aus dem Friedhof an sich selber anheften. Das ist cool, das wird aber selten vor. Ne? Aber es ist halt ein generisches Rang 8 Monster, was 2 plus Level 8 Monster braucht, hat 3000. Ist eine gute Karte. Dann haben wir einmal hier Harmonic Synchro Fusion. Die Karte ist zum jetzigen Standpunkt gar nicht so cool. Aber für die Zukunft gibt uns diese Karte extrem interessante Möglichkeiten. Denn du kannst 2 offene Monster von deinem Feld auf den Friedhof legen. Und dann kannst du 2 Monster speziell, ein Fusion-Monster und ein Synchro-Monster. Beide müssten theoretisch mit den Monstern beschwörbar sein, die wir auf den Friedhof legen. Ich weiß nicht, wie viele Overlaps es da gibt zwischen verschiedenen Deckthemen, was da möglich ist. Diese Karte könnte aber sehr, sehr interessant werden für die Zukunft. Merkt euch diese Karte. Wenn die Karte nicht so teuer ist, würde ich sie wahrscheinlich sogar schon 3-mal holen, falls sie irgendwann mal relevant werden könnte. Die natürlich eine Downside. Ihr könnt in der Runde, in der ihr die Karte aktiviert habt, nur Fusion und Synchro-Monster beschwören. Dann haben wir einmal Drastic Draw, eine Karte, die natürlich unseren tollen Protagonisten von Brains hat. Ich weiß nicht, wie der heißt. Die Karte ist irgendwie spannend. Alle Monster, die du kontrollierst, mindestens 2 übrigens. Und dann kannst du 3 Karten ziehen. Das klingt erstmal
mein Gott. Richtig gut. Drei Karten ziehen ist ja gut. Eigentlich geht ihr mit der Karte auch equal. Kannst du ihn einfach Spielzeug aktivieren, logischerweise. Du kannst nicht normal oder spezial beschwören in der Runde, in der du diese Karte aktivierst. Außer Cybersmonster. Ich weiß nicht, wie viable die ist. Aber es könnte durchaus sein, dass es eine Option ist. Wir werden sehen, würde ich sagen. Ich finde die Karte irgendwie spannend. Ich würde sie wahrscheinlich nicht spielen, aber die könnte cool sein für manche Decknamen. Dann haben wir noch einmal hier Transaction Rollback. Ich werde über die Karte gar nicht so viele Worte verlieren, weil da haben schon 80 Millionen Menschen vorher gesprochen. Die Karte ist gut in Labyrinth, die ist gut in Trap Tricks, die könnt ihr spielen, ihr könnt normale Fallenkarte noch wieder nehmen und könnt den Effekt nochmal aktivieren. Ist also gut. Das war es mit allen neuen Karten, die ich als relevant empfunden habe. Falls euch so eine Art von Content gefällt, wo ich mal ein bisschen mir die Sets angucke und gucke, was drin ist, lasst mir gerne mal ein Like da. Ihr könnt auch gerne mal einfach mal abonnieren. Also das wäre auch mal ganz nice. So, no front. Könnt ihr gerne mal machen. Weiter geht's mit den Reprints. Denn ich muss fairerweise sagen, ich war ein bisschen überrascht von einigen Karten. Wir gehen ja mal ganz kurz im Schnelldurchlauf durch, weil die Karten kennt ihr. Die Karte ist cool. Jet Synchron kann man nie genug von haben. Dann haben wir einmal Crystal Zero Lancer. Nochmal als Reprint drin. Die ging langsam aus so ein paar Euro. Nicht viel, aber ein paar Euro. Die Karte ist nicht kacke. Ist aber jetzt auch nicht super relevant. Dann haben wir einmal Supreme King Gate Zero und wir haben Infinity da drin. Kann man mal reprinten. Die Karten haben schon ewig kein Print mehr gesehen. Da kann man auf jeden Fall ein bisschen reingehen. Darkworm, auch ein immer willkommener Reprint. Ich mag die Karte bis zum heutigen Tag. Ich finde, das ist eine sehr cool designte Karte. Ich mag die. Dann haben wir Altergeist Protokoll. Und zu Altergeist möchte ich nur kurz was sagen. Die haben jetzt hier Reprints bekommen. Und ich frage mich, wo zum verdammten Scheiß ist Spoofing? Ey, Leute, ihr macht ein Deck. Ihr reprintet die ganzen Karten. Wo ist Spoofing? Scheiß auf Protokoll. Spoofing müsste da drin sein. Spoofing kostet mittlerweile 3 Euro. Für eine Rare. Und jetzt reprintet ihr die Altergeist-Karten, aber packt Spoofing nicht da rein. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Nicht, weil ich die Karte jetzt brauche und nicht unbedingt spielen möchte, aber es macht doch gar keinen Sinn. Ihr habt jetzt zweimal Altergeist-Karten reprintet und habt Spoofing nicht mit reingepackt. Gar keinen Sinn. Dann kommen wir zu einer etwas schöneren Nachricht. Wir haben Magic Spectre Raccoon Bumbuku. Eine Karte, die wir erwartet haben, dass sie irgendwann Ripple bekommt. Ich habe den OTS erwartet. Das ist aber auch cool. Denn so ist sie auf jeden Fall deutlich günstiger. Denn die ging ja langsam so auf ein paar Euros hoch. Ne? Ziemlich, ziemlich krass. Weil wir den Support bekommen im nächsten Hauptset. Jetzt könnt ihr die auch ein bisschen günstiger spielen. Das ist auf jeden Fall gut. Dann, das persönlich hat mich überrascht. Rescue Ace Hydrant bekommt hier einen Reprint. Und wenn wir uns überlegen, dass Amazing Defenders jetzt erst ein Jahr her ist, ist das crazy. Es bekommen übrigens nur der Hydrant und Turbulence Reprint und viele von den Spelltrap, aber nicht die anderen Monster. Spannende Auswahl. Ich verstehe nicht, warum die nicht einfach mehr Karten eingepackt haben, das Set einfach ein bisschen größer gemacht haben. Das ist irgendwie eine weirde Auswahl, aber haben sie so entschieden. Dann haben wir noch einmal hier den Junk Warrior mit dem alternativen Artwork, was ich persönlich sehr cool finde, in dem Set drin. Und der ist logischerweise eine Quarter Century Secret Rare, wie man es hier auf dem Bild auch sehen kann. Ist eine coole Karte. Und jetzt kommt der Reprint, der mich persönlich am meisten überrascht hat, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass sie das in dieses Set reinpacken. Es macht für das Set aber Sinn, weil das Set ansonsten nicht wirklich irgendwelche Leute ansprechen wird. Und das ist einmal Ripple Tactics Thrust. Ja, wir kriegen den Reprint von Thrust in diesem Set als Ultra Rare, logischerweise. Ich persönlich begrüße das, dadurch wird die Karte auf jeden Fall deutlich günstiger. Wie günstig, wir werden sehen, weil aktuell spielt die ja eigentlich keiner. Wenn sie nicht so teuer wird, werde ich mir vielleicht mal eine ranholen. Wenn ihr wissen wollt, was dieses Jahr noch so rauskommt, guckt euch mal dieses Video an. Da habe ich mir ein bisschen mehr über die Produkte vom Jahr 2024 gesprochen, die wir schon kennen. Haut rein, ciao Leute.